Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Berliner Dom. Ich habe ihn mir doch gekauft. Ich wollte ihn ja nicht kaufen, weil der kostet 159,95 und damit genauso viel wie der Hamburger Michel, hat aber 600 Teile weniger. Warum habe ich ihn mir doch gekauft? Ich habe gerade nichts zu tun, ich habe Urlaub und dann habe ich mir gedacht, dieser Bausatz hat zumindest, auf der Verpackung sieht das aus, als wenn der jede Menge Prints hat. Und wenn er viele Prints hat, dann ist das eigentlich logisch, dass das teurer ist. Ja, also von Blue Bricks, Alter 6 Plus, das wage ich jetzt schon zu bezweifeln. Nicht, dass ein 6-Jähriger so was nicht zusammenbauen kann. Das Ding hat 3606 Teile. Das kann ein 6-Jähriger, von den Bautechniken kriegt er das hin. Aber hat der 6-Jährige die Geduld? Hat der 6-Jährige so viel Taschengeld dafür? Will der 6-Jährige was haben, wo er nur einen Dom mitbaut und sonst nichts? Ich sag mal, nein, will er nicht, deswegen vergesst das Alter 16 plus, macht da eine 1 vor draus. Die Baunummer 104371, was erwarte ich? Ich erwarte in diesen Kartons und in den Kartons erwarte ich Baugruppen und die sind mit Sicherheit wieder wild durcheinander gewürfelt. Wir schauen mal nach. Ja, wie sollte es anders sein? In den Karton zwei Kartons, A und B. Schön vorne nochmal bedruckt. Die Rückseite ist genauso bedruckt, könnte man genauso hinstellen. Ist ja nicht schlecht. Und jetzt mache ich mal eben einen Karton auf, weil ich glaube, ich nehme Karton B, das ist von der Sache sowas von egal. Ich will Baugruppen. Ja. Also, wir haben Baugruppen 6. Und da reicht das schon. Und Baugruppe 3. Also, damit ist wieder klar, ich muss alles auspacken. Und ihr kennt das. Baugruppenweise oder wenn es was Besonderes gibt, melde ich mich wieder. Ja, die Sonne scheint mal wieder rein und deswegen sieht man nicht ganz so viel. Das sind die Baugruppen 2 bis 8. Da zwei Teller, da zwei Teller, da ein paar Platten. Nicht unterschlagen, dieser wunderschöne Teileteller. Und ein Aufkleber. Dass das Teil mit dem Aufkleber gelöst wurde, okay, kann ich mitleben. Sag ich mal, das ist ein schönes Ding. Irgendwie habe ich letztens so ein Transfer, keine Ahnung, wie diese Transferaufkleber oder irgendwie was gab. Die fand ich richtig klasse. Das wäre natürlich noch ein I-Punkt. Also, ich war im Berliner Dom, aber wo das Bild jetzt war, kann ich mich nicht dran erinnern. Dann fangen wir mal an. Im Moment, die Platte, will ich auch nicht verschweigen. Sie ist ein bisschen gewellt, aber wer Blue Bricks kennt, das zieht sich alles wieder gerade. Das ist am Ende der Baugruppe 1 über. Gefehlt hat nichts. Und das ist das, was wir so bis jetzt gebaut haben. Erst mit dem nicht so schönen anfangen. Das sind die Ecken. Da sitzt ganz schön Bewegung drin. Die stehen hoch. Und ich glaube nicht, dass sich das noch irgendwie gerade zieht, weil da wird nicht mehr viel gebaut. Ein bisschen vielleicht noch. Ja, und ansonsten die Umrisse und so ein bisschen vom Mittelschiff sind schon zu erkennen. Auf in die Baugruppe 2. So, das ist in der Baustufe 2 übrig geblieben. Gefehlt hat nichts und das ist auch gut so. So sieht das bis jetzt aus. Ein paar sehr interessante Bautechniken dabei. Diese Pfeilerverzierung. Oben und unten jeweils ein Fernglas und dazwischen die Stangen. Total toll. Gefällt mir, mache ich leiden. Schön der Eingangsbereich. Das Teil ist ein Print. Und auch hier den Bereich schön ein bisschen verziert. Auch da ein Print, der Säulengang schön gemacht. Ja, ich war ja erst am Überlegen, ob ich mir das Ding überhaupt kaufe oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine gute Entscheidung bis jetzt, das zu kaufen. Also bis jetzt bringt das sehr viel Spaß. Manko ist natürlich jetzt hier nach wie vor die Ecken. Die werden nach wie vor, glaube ich, später hochstehen. Tja, man kann nicht alles haben. Aber bis jetzt total toll. Nur wie gesagt, Altersangaben, nee, das ist nicht ab 6. Ich bin ja selber schuld, wenn ich das genauso baue, wie die Bauanleitung ist. Also,
3-2, man baut die Düpsels. 3-3, das da und dann da so ran. Das ist natürlich, wenn man das da ranbaut, wenn das da oben schon dran ist, ein ganz schön frickelinschen Kram. Ich hätte es ja genauso bauen können wie die ganzen anderen Schritte vorher, dass praktisch das, also 3-2 und 3-3, als ein Schritt gebaut wird und dann eingesetzt wird. Wäre mit Sicherheit einfacher gegangen. Aber was soll's, ich will das ja genauso bauen wie die Bauanleitung ist, um mal zu, auch dabei zu gucken, ob das alles so Sinn macht. Kann man so bauen, einfacher ist 3-3, 3-2 als einen Bauschritt machen und dann erst ranbauen. So, nun habe ich ein Problem. Das ist eine 1x8 Stange. Da sollten zwei von drin sein, weil hier gehört eine 1x8 Stange hin. Da war aber nur eine 1x8 Stange. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Baustopp, ca. 3 Wochen warten, bis ich von Bluebricks Ersatzteil kriege. Das klappt, das passiert ab und zu, kann ja mal vorkommen, dass mal was fehlt und dann kriegt man das. Das ist die eine Möglichkeit. Oder Bob der Fuscher kommt. Und ich werde Bob der Fuscher, das heißt, dies Gestückelte kommt daran. Problem, hier sind keine Noppen. Also werde ich etwas machen, was ich schon seit Wochen nicht mehr gemacht habe. Ich werde bei einem Klemmbausatz Klebstoff benutzen. Das ärgert mich jetzt maßlos, aber ich habe keine Lust, jetzt hier wieder 3 Wochen auf ein Ersatzteil zu warten. So, Michael der Fuscher hat zugeschlagen. Da ist jetzt auch was hingebaut. Ärgert mich. Ärgert mich wirklich. Das ist immer toll, wenn Teile übrig bleiben. Aber gerade wenn diese großen Teile überbleiben, das ist echt nervig. Und ich habe eben alle Tüten vorher nochmal ausgekippt und nochmal nachgeguckt, weil witzigerweise so ein großes Teil kann tatsächlich auch mal in der Tüte übersehen werden. Nein, habe ich nicht übersehen. Blöd. Naja, was soll's. Bauschritt 351. Dieses Riesenteil. Und da ist der eine Aufkleber, den wir haben, draufgekommen. So. Erstmal. Ja, sieht gut aus. Aber hätte man das drucken können? Ich glaube schon. Wären denn die Farben so rausgekommen? Keine Ahnung. Wäre das Modell höchstwahrscheinlich teurer geworden? Mach wohl sein. Auf jeden Fall, da bin ich nicht ganz so glücklich mit. Also, ich mag keine Aufkleber. Auch wenn das hier wirklich gut aussieht. So, das sind nach Baugruppe 3 die Teile, die über sind. Und schaut mal hier, das ist ein 1x8 mit Noppen. Dieser 1x8 mit Noppen hätte aber ein 1x8 ohne Noppen sein sollen. Die erwarten doch wohl nicht von mir, dass ich am Bandschleifer gehe und die Noppen runter mache. Nee, mal ganz im Ernst, was wird passiert sein? Die überprüfen ja mit Sicherheit die Tüten, ob alles drin ist und zwar nach Gewicht. Ja, und wenn so ein Ding da drin ist und wir das nach Gewicht machen, dann stimmt das Gewicht. Leider nicht das, was bei mir angekommen ist. Eher ungewöhnlich, dass hier ein 2x4 über ist, 2x2 über ist, aber das ist bei Bluebricks passiert das öfters mal, dass große Teile über sind. So, was haben wir gebaut? Jede Menge Verschnörkelung. Ich habe tolle Worte. Also die Bautechniken sind durchaus interessant, das muss man wirklich sagen. Also es sieht auch wirklich toll aus. Wenn das ein Print gewesen wäre, wären die ganz weit vorne bei mir. Naja, man kann nicht alles haben. Das scheinen in der Tat die einzigsten Prints zu sein, diese Fliesen. Und auch dabei, bitte passt auf, ich hatte die tatsächlich zu Anfang mal einige verkehrt gebaut. Das ist ein Rechteck und kein Quadrat. Schön gemacht. Teilweise schöne Dekorationen damit dran. Doch, doch, das ist schon, wird schön. Hier ist noch ein Riesenloch, da wird irgendwas, da kommt auch bestimmt noch was hin. Da angedeutet, weiß ich nicht, sollen das angedeutete Figuren sein? Keine Ahnung. Also diese Säulen zu bauen, schöne Bautechnik. Ja, so ist das. Also wenn dieses Dilemma mit diesem 1x8 nicht gewesen wäre, der wäre ich hochzufrieden jetzt, na, das ist aber bei 97%.
Das ist in der vierten Baugruppe über. Und das haben wir bis jetzt gebaut. Wo ich mich anfänglich so sehr drüber über Prinz gefreut habe, das scheinen in der Tat nur diese Fensterdinger zu sein. Dafür einen ganzen Haufen von, aber das ist ja nur ein Print und nicht groß was Abwechslungsreiches. Schade. Da ist der Aufkleber, da muss man schon wissen, dass da ein Aufkleber ist. Also insofern, da kann ich mit leben, dass da ein Aufkleber bei ist. Obwohl Prints besser sind. Ja, wir haben viel verkleidet, ein bisschen hochgebaut. Mittlerweile ist das einigermaßen stabil. Und das, was ich jetzt mache, das Ding drehen, das wurde gefühlt 95 Millionen Mal gedreht. Also da gab es auch schon Bausätze, da hat man das einmal hingestellt und gebaut und irgendwann ganz zum Schluss einmal gedreht. Kann ich aber auch hier einigermaßen verstehen, dass man das oft drehen muss. Das Ding ist nur, das ist, ja, symmetrisch ist was anderes. Das einzig Symmetrische ist hier der Eingangsbereich. Ansonsten sind die anderen Seiten alle unterschiedlich. Das ist auch schön so. Also ich finde, total toll gelöst sind diese ganzen Säulensachen. Hier so. Das Ding ist kleiner als der Michel, aber detaillierter als der Michel. Sehr schön. So, Bauschritt 5.1 bis 5.12. Und da ist ein kapitaler Baufehler drin. Oder? Ja, ist. Und zwar achtet immer bitte auf diese Gelenkdinger. Die gelben Gelenkdinger, die kommen hier in der Mitte auf dieses Mittelding drauf. Da so drauf und die Platten da drauf. Und dann sieht das so aus wie da unten. Ja? So. Dann bauen wir diese Fenstergedönsdinger drauf. Und dann entdecken wir, dass wir zu blöde zum Bauen sind, oder was? Ach, nee. Ich bin zu blöde zum Bauen. Kein kapitaler Baufehler. Ich habe die Fenster nicht weit genug nach hinten gemacht. Schon gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, wo ich drauf hinaus wollte, ist, dass diese Gelenkdinger müssen nämlich oberhalb von den Gelenkdingern sein, sonst passt das nicht. Ich habe meinen Fehler gefunden. Alles zurück. Kein kapitaler Baufehler in der Anleitung. Ein kapitaler Baufehler bei Michael. So, Bauanleitung, alles gut. Michael ein bisschen deppert. Man sollte auch so eine Bauanleitung lesen. Naja, gut. Bin halt keine 6. Die Bauanleitung ist hier ab 6. So, das bisschen Gefussel ist in der fünften Baustufe über. Und so sieht bis jetzt aus. Also, an diesem Teil kann man feststellen, 6-Jährige scheinen intelligenter zu sein als ich. Weil der Bausatz ist ab 6 und ich habe mich da selten tapsig bei angestellt. Interessant, hier kommt ja die Kuppel rauf. Diese Konstruktion, sehr, sehr interessant. Hält und es gibt der Sache recht. Ja, alles vernünftig fest. Die Ferngläser hier als Dekoration verwandt. Auch mal eine schöne Idee. Aber wo ich die so für abgefeiert habe, für das, was mit den Prints, das sind tatsächlich nur Fensterteile. Ja, hier denn als 2x3 und da als rund, aber naja. Aber mit den Teilen, da muss man sowieso so ein bisschen gucken. Hier sind zum Beispiel zwar viele kleine Teile bei, logisch, sonst kriegt man ja die Dekoration nicht hin. Es sind aber auch einen ganzen Haufen große Teile bei. Und jetzt ist auch die Mitte endlich stabil. Gefällt mir. Auf geht's. Das ist in der Baustufe 6 übrig geblieben. Gefehlt hat nichts und das ist auch gut so. Was haben wir gebaut? Die Kuppel sind wir angefangen zu bauen. Da schenke ich mir mal jetzt das Drehen. Das machen wir später, wenn alles fertig ist. Wie ihr gesehen habt, das Ding ist massiv. Mit Überkreuz und da Überkreuz. Also das ist richtig gehend massiv. Ja, sehr schön. Super Konstruktion. Auch hier mit den Details gefällt mir ausgesprochen gut. Hier, wo es wirklich kaum drauf ankommt, weil diese Glasscheiben, da ist so viel davor und man sieht es kommen. Die sind natürlich kratzerfrei. Also, Bluebricks kann kratzerfrei. Juhu. Dann macht das bitte aber auch immer. Und auch dann, wenn man das sonst sieht. Nee, ehrlich, total super. Ich bin sehr zufrieden. Auf zur Baustufe 7.
Baustufe 7. Keine Fehlteile, das bisschen Gemüse ist über. Das haben wir gebaut, die Kuppel da oben drauf. Also das Gefrickel ist mir ein paar Mal beim Zusammenbauen auseinandergebrochen. Das ist ein bisschen Fickelinsch. Das geht so. Ich habe, um das letzte Teil einzubauen, habe ich das wieder rausgenommen und habe das als ein Teil gemacht und reingesteckt. Soll das kleine Engel sein? Total süß. Ein Bauschritt, den ich ein bisschen dämlich fand, ist, man setzt dieses Eckding drauf und danach da hinten die Teile noch ran. Ich glaube, wenn man dieses Winkelteil später aufpressen würde, wäre das einfacher. Egal. Hübsch sieht's aus. Die Kuppel ist eine Kuppel. Auf zur letzten Baustufe. So, das ist in der achten Baustufe übrig geblieben. Mir hat gefehlt ein sandfarbener Plate 1x2. Da möchte ich aber nicht ausschließen, dass mir die eventuell auch irgendwie runtergefallen ist. Also sind wir da mal großzügig. So, und das ist insgesamt übrig geblieben, plus ein Teiletrenner, plus ein falsches Teil. So, das ist auch nun der Berliner Dom. Also wenn man so nochmal guckt, sieht man nicht, dass da unten hinten drin ein Aufkleber ist. Und selbst wenn man so guckt, das stört nicht. Ich glaube, dass man hier die kostengünstigere Version gewählt hat mit dem Aufkleber anstatt auf dem Print. Wollen wir nicht so sagen. Ja. Highlight ist mit Sicherheit hier die Kuppel, die unwahrscheinlich toll gebaut sind und die ganzen Verzierungen. Ja. Diese Verzierung meine ich, die gefallen mir ausgesprochen gut. Das ist schön gelöst. Tja. Und alle vier Seiten sind ein bisschen anders. Also ein abwechslungsreicheres Modell. So, das ist so meine Lieblingsansicht. So von hier so in etwa. Ja, schönes Modell, war doch eine weise Entscheidung, sich das doch zu kaufen. Ich wollte es ja erst nicht kaufen. Preis, also so langsam wollen sie es aber echt wissen. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Michaels Welt.